Hallihallo. Heute schauen wir uns mal an, wie wir folgende Meldung abschalten können. Ich bin hier in einer Entwicklerversion, die noch nicht ganz fertig ist, und da kommen dauernd so schöne Meldungen. Es wurde ein Problem mit einer Systemanwendung festgestellt. Möchten Sie das Problem jetzt beheben? Und diese Meldung kommt natürlich dauernd, weil hier zum Beispiel Ubuntu 12.04 zu diesem Zeitpunkt dieses Videos noch nicht fertig ist, und dann soll man natürlich Probleme melden, damit das weiterentwickelt werden kann. Das Programm, das ist ja normalerweise auch sinnvoll, und man soll ja auch diese Entwicklungsversionen von Ubuntu eigentlich gar nicht benutzen und da schon gar nicht so mit rumspielen, wie ich das hier so mache, schon gar keine Videos aufnehmen und dann noch Compiz und CairoDoc installieren. Jedenfalls kommen dann Fehlermeldungen und die kann man auch abschalten. Das will ich kurz mal zeigen. Und zwar macht man das folgendermaßen. Wir gehen mal auf folgendes. Sudo nano öffnet den Editor nano mit Rootrechten. Dann editieren wir die Datei etc. default apport. Apport ist das Programm, das diese Meldung meldet. Und Passwort eingeben. Klar, wir sind root. So, und hier steht enabled gleich 1. Ja, eingeschaltet 1. Und das setzen wir auf 0. Und wenn das 0 ist, ist das gut. Und dann, das hier heißt Steuerung O drücken. Steuerung O, speichern. Jetzt kommt der Dateiname zum Speichern, ist etc. default apport. Nochmal die Enter-Taste drücken, zack, geschrieben. Und jetzt hier unten steht Steuerung X drücken zum Beenden, Steuerung X. Und dann ist das gut. Jo, so einfach ist das. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.